So, herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahmesession von Mass Effect 2. Ich habe mir gedacht, wie ihr euch wahrscheinlich auch schon gedacht habt, da ich schon mal auf Tuchanka bin, würde ich ganz gerne auch gleich nochmal mit Herrn Mordin seinen Auftrag sozusagen erledigen, dass auch er loyal wird. Ein Mensch hat einen Dreschlund erledigt. Zu Fuß? Ja, hat er. Hat er sogar ein lustiges Outfit dabei an. Und ich würde mal vorschlagen, ich würde ganz gerne erstmal Mordin holen. Weil die habe ich nämlich gerade nicht dabei. Ich habe nur Grunt und Dingens. Landeplattform, das heißt, ich muss hier rechts hin. Nicht den Botschafter bedrängen. Ja, Entschuldigung, war eh in der falschen Adresse gerade. Hast du gehört, dass die Tankzüchtung und der Mensch einen Dreschlund erledigt haben? Jeder ja, hab ich. Hat seit Rex niemand mehr geschafft. Und der ist auch mein Freund. Geil. So, irgendwo müsste doch hier die Normen hier rumstehen. Kann das jetzt hier völlig falsch laufen? Nein, kann nicht sein. Einfach 90 Grad wenden. Und jetzt ist alles wieder gut. Hör schon mal, wie die geil ich diese Tür finde. Der Bericht des Erdnard-Clans ist simpel. Beim Commander der Kundschafter ist von einem gefangenen Salarianer die Rede. Außer und die Salarianer auch. Die kleinen Mistkerle halten sich für oberschlau. Aber für den Kampf gegen die Rachni haben sie uns gebraucht, was? Ich hätte jetzt sehr gern den Kram von der Edi, weil der gehört. Char, Overcaptain, ja, mit der euch reden wir gleich. Werden wir kurz den Herrn Mordin hier holen. Neues Gruppenlied einfordern, ganz genau. Und zwar hätte ich gern Mordin statt Garrus. Und ich bleibe natürlich bei Grunt. Der gerade auch ein neues Outfit haben kann. Was ist jetzt das gute Outfit? Ich glaube, das dunkle möglicherweise. Ja, erstmal hinzufügen. Annehmen. Und ich habe 4 Punkte. Oh, warte mal. 4 Punkte kann ich Instruktormunition voll machen. Das ist sehr, sehr schön. Rang erwerben. Dankeschön. Ah, ich habe eine Spezialfähigkeit. Fähigkeiten aber Weiterentwicklung. Mein Gott, diese Schrift ist so groß auf meinem Bildschirm, als wenn ich die Bildzeitschrift lesen würde. Schwere Disruptormunition oder Gruppendisruptormunition. Schwere Disruptormunition. Die elektromagnetischen Eigenschaften dieser Munition können dazu führen, dass synthetische Feinde überlastet werden und letztlich explodieren. Ja. Aufladezeit 1,5 Sekunden. Dauer hält an, bis sie von einer anderen Munitionsklasse ersetzt wird, also wie die alte auch schon. Schaden an Schilden plus 60%. Dauer der Belastung bei sich bla 3 Sekunden, Dauer der Waffenbehitzung 6 Sekunden. Und was ist das? Gruppendisruptormunition. Ihre gesamte Gruppe profitiert von den Effekten der Disruptormunition, wodurch die synthetische Feinde bla 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 bla, aber hat wahrscheinlich weniger Effekt. Aber das finde ich an sich ziemlich geil. Da kann ich halt meine Kraft auf alle nutzen. Das hat nur 20% weniger Effekt. Das finde ich okay. Ich will nicht immer so egoistisch sein. Mordi ist da. So, Char. Was habe ich dir gesagt, Schatz? Ach so, ja, den kennen wir ja schon. Bloodpack an der Arbeit. Ich habe Arbeit für Sie, wenn Sie wollen, Erdnard Grunt. Werden Sie nur den Menschen los, dann können wir reden. Ja, ist jetzt ein bisschen schlecht, weil ich dich angesprochen habe, du kleiner Arsch. So, Overcap, mit dir haben wir schon mal geredet. Glaube ich. Geht Sie zum Clanführer, Erdnard Grunt. Sie können sich frei bewegen. Schön, dass kein Mensch mit mir redet. Mich würde interessieren, wie diese Turianer und Salarianer aus der Nähe aussehen. Ja, schön. Also, was wissen wir denn über den Auftrag? Moment, L. Escape. Wie ich schon sagte, Escape. Tagebuch. Mordin altes Blut, tatsächlich schon angewählt, günstigerweise. Mordin hat erfahren, dass Söldner des Bloodpacks seine ehemaligen Schüler Malen gefangen genommen haben und ihn auf Tuchanka festhalten. Weil Malen Mordin bei der Arbeit an der Genophage geholfen hat, könnte sein Gefangennahme zu Sicherheitsproblemen führen. Das glaube ich auch. Nach Tuchanka fliegen und reden Sie mit Mordin. Ja, du... Kann ich auch so mit dir reden? Oder muss ich jetzt hier... Ja, dann werde ich wahrscheinlich auch so mal reingehen. Weil ich werde jetzt nicht nochmal zurück auf die Normandy gehen, nur mit Mordi... Nur mit... Ja, genau, und dort mit Mordin darüber zu reden, dass wir nach Chaka fliegen sollten. Das ist nicht so clever. Aber wenn ich schon mal hier bin, kann ich noch was machen, worauf ich auch besser gemacht wurde. Und zwar kann ich Ratch hier... Nee, Urz. Ja, korrigiere ja gleich. Noch streicheln. Ja, probier das mal. Und füttern. Sieht aus, als hätte Erz endlich jemanden gefunden, dem er hinterher trotten kann. Ja, und jetzt läuft er mir wirklich hinterher. Warst du da, als das Lager der Frauen letzte Woche die Kinder rübergeschickt hat? Wie kommen wir hier runter? Ich hatte so wegen eines Angriffs der Bären zu tun. Warum?
Folgt er mir? Der folgt mir wirklich. Wie geil ist das denn bitte? So, und jetzt können wir tatsächlich... Riskieren Sie ruhig eine ordentliche Summe, Mensch. Unseren eigenen Baron hier reinschicken. Orts gegen Orts wetten. Orts auf Orts wetten? Was? Orts auf... Achso, ja, Orts Bindestrich auf Orts wetten. Ja, natürlich auf Orts wetten. 500, komm. Komm, Orts. Das kann ich fressen gerade. Sagt der rosa Mensch. Was war das denn bitte gerade? Riskieren Sie ruhig eine ordentliche Summe, Mensch. Ich habe gar keinen Kampf gesehen. Nochmal auf Orts wetten. Nochmal das Ganze. Aber die sind schön gemacht, die Kämpfe. Okay, ganz ehrlich, wie oft kann ich das machen? Ich mach's mal so dreimal vielleicht nur, also jetzt letztes Mal. Ja, gut, dann gehen wir wieder. War ja nicht ganz so erfolgreich, letzte Kampf, aber okay. Genau, was kann man noch nicht machen? Reg Svorin. Ja, der ist jetzt egal. Commander der Kundschafter. Da waren wir auch schon. Schaman, mit dem haben wir auch schon geredet. Irdnotschow mit dem Met-Labor. Ich glaube, das könnte ganz nützlich sein. Müssen wir vielleicht mal da hoch? Rex? Ach nee, das ist der Thron. Hast du noch was zu sagen? Wir müssen einfach immer Ärger machen. Seit meinem eigenen Ritus hat keiner mehr einen Schlund getötet. Ah ja, stimmt ja. Als nächstes erzählen sie mir noch, dass er 5 Eier hat und dunkle Materie scheißt. So ungefähr stelle ich mir einen vor, der mich irgendwann mal ersetzt. Während er sich nachdenklich mit der Hand sie im Hals kraut. Sie sind jetzt Erdnut Grant. Willkommen. Okay, jetzt können wir zum... ja... schöner Blick zum Salarianer und Bloodpack kommen. Ich suche einen Salarianer. Er wurde vom Bloodpack gefangen genommen und hierher gebracht. Mein Kundschafter-Commander kann Ihnen weiterhelfen. Er ist vermutlich in der Nähe und führt eine Zielübung durch. Mit dem haben wir ja schon mal gesprochen, das ist total nett. Beanspruchen Sie ihn nicht zu lange. Ich muss die anderen Clans unter ständiger Beobachtung halten. Okay, dann sprechen wir uns später. Wir besprechen das ein andermal. Viel Erfolg bei der Jagd, Shepard. Hey, danke, Rex, mein alter Kumpan. So, da unten ist der Botschafter. Ach, der Kundschafter, nicht der Botschafter. Mit dem haben wir ja schon mal irgendwelche Äffchen getötet. Nö. Nee. Was wollen Sie, Mensch? Rex hat gesagt, ich soll höflich sein. Aber er hat nicht gesagt, dass Sie mich ansprechen würden. Okay. Erzählen Sie mir von sich. Nein, hilf bei der Salarianer. Ich suche einen Salarianer. Das Bloodpack hat ihn gefangen genommen und er wurde zuletzt hier in der Gegend gesehen. Ich habe von dem Salarianer gehört. Armer Kerl. Wenn's das Bloodpack war, dann hat ihn jetzt der Werelock-Clan. Ich habe einen meiner Kundschafter hingeschickt, um die Sache zu überprüfen, aber er kam nie zurück. Vermutlich haben sie ihn auch erwischt. Der Chief hat gesagt, ich soll ihn einen der Trucks geben. Folgen Sie einfach dem Highway bis zu Werelocks Basis, wenn Sie den Mumm haben, gegen ihn und das Bloodpack anzutreten. Das schreibt mir ehrlich gesagt weniger. Aber du kannst mir ein bisschen erzählen, was mich dort erwarten könnte. Was können Sie mir über die Basis des Werelock-Clans sagen? Meiner letzten Information nach hat der Clan sich in einem alten Krankenhaus verkrochen. Ich habe es allerdings persönlich nicht gesehen. Ich kenne den Werelock-Clan nur aus der Entfernung. Etwas näher und ich hätte das Feuer eröffnet. Wenn Sie da rein wollen, sollten Sie schwere Waffen mitbringen. In Werelocks Basis gibt es jede Menge Bloodpack. Ja, ein Krankenhaus ist eine gute Frage. Das klingt nicht nach einer guten Verteidigungsposition. Warum haben sie sich dort verkrochen? Vielleicht führst du irgendwelche Experimente durch. Jedes Krankenhaus auf Tuchanka muss so stabil gebaut sein, dass es einer Gruppe wild gewordener Kroganer standhält. Oh, ich verstehe. Kroganer-Krankenhaus. Wenn wir wegen einer Wunde auf die Sekundärorgane umschalten müssen, wird's heftig. Höhere Denkprozesse werden dann nicht immer einwandfrei umgesetzt. Blutrausch nennt man das. Okay, das ist natürlich ein bisschen doof. Da will ich kein Kroganer-Arzt sein, offen gestanden. Zumindest keiner, der Kroganer behandeln muss. Keine Ahnung, was Sie mit dem Salarianer anstellen? Sie werden ihn wohl kaum streicheln. Ich nehme an, Sie wollten ihn foltern. Nur um ihn zu töten,
hätten sie ihn nicht nach Hause mitnehmen müssen. Das macht doch Dreck. Vielleicht hat er das Bloodpack verärgert und sie haben ihn für eine Spezialbehandlung hergebracht. Mir völlig schnurz, was sie mit ihm machen. Ein Alien weniger auf T'Chanka. Das ist fremdenfeindlich. Ja, gut, das ist ein Salerada, das ist ein Krogala, sind wir ehrlich. Der hat es nicht so mit Diplomatie. Ja, und was hat der Werlock-Clan mit dem Bloodpack zu tun? Was für einen Ruf hat der Werlock-Clan? Und was ist seine Verbindung zum Bloodpack? Harte Kerle. Und längst nicht so freundlich wie wir. Und dann ist er gut. Sind Sie dem Bloodpack je begegnet? Eine Söldnertruppe, gegründet vom Werlock-Clan. Ach so. Eine der wenigen Gruppierungen, die es auch auf anderen Welten gibt. Das sind Fanatiker. Werlock galt hündisch ergeben. Was auch immer sie mit ihrem Salarianer angestellt haben, Galt steckt dahinter. Das sind übrigens nicht nur Kroganer, ist das klar. Aber das Bloodpack hat auch Mitglieder, die keine Kroganer sind. Die Vorcha zum Beispiel. Die Vorcha. Die sind genau wie die Varen. Nur, dass sie Waffen benutzen und nicht so oft auf den Boden. Die Kroganer sind die einzigen... Oh, Varen, da haben sie das Wort Kacken wohl nicht reingenommen. Alle anderen sind nur Kugelfänger für den Feind. Das ist ja witzig, dass sie das rausgeschnitten haben. Aber gut, also ich sag nochmal kacken, kacken, kacken. So, fertig. Was ist mit Galt? Was ist so besonders an Galt? Er hat zwei Kinder. Eins davon ist ein Mädchen. Manche glauben, auf ihn wartet ein großes Schicksal. Aber ich nicht. Ich hatte einen Cousin, der 20 Spiele Quasar hintereinander gewonnen hat. Das Schwein hat echt immer Glück. Ich würde meinen Cousin ja fragen, ob er mir was leiht. Aber ich will ihm keine Loyalität schwören müssen. Glück, mehr ist das nicht. Und das gilt auch für Galt. Ja, okay, dann würde ich mal sagen, gehe ich langsam mal und bloß mal den Truck. Und zwar ohne mich zu verabschieden, ist aber auch freundlich. Verbrennung, Brandmunition und panzerbrechende Munition sind hervorragend gegen schwere gepanzerte Gegner wie etwa Kogala geeignet. Ja, den Tipp habe ich verstanden und ich würde auch sehr, sehr oft Verbrennen einsetzen. Und da ich das sowieso den ganzen Tag tue, von da ist es kein Problem. Schade, dass wir nicht selbst fahren dürfen. Ja, ist klar, wie wir mitnehmen. Wir nehmen natürlich Grunt mit und Mordin, einfach so, weil es interessante Gespräche geben könnte. Ja, das hätte ich gerne, genau. Beenden. Wieder brettern wir mit den Stahlreifen durch die Prärie. Das Auto kann nur leise sein. Es war geil, dass die ganzen Highways oder beziehungsweise was auch immer das ist, die ganzen Straßen halbwegs noch vorhanden sind, während alles andere total im Eimer ist. Wahrscheinlich, weil sie das brauchen. Da kommt das rosa Männchen rausgesprungen. Okay, ich nehme an, wir gehen gleich los. Vorher will ich natürlich noch die schwere Pistole mitnehmen. Und als Alternative nehme ich... Ja gut, es sind nur noch 14 Schuss bei den Scharfschützengewehr, ist schon okay, aber nur noch 15 Schuss mit dem anderen Partikelstrahler. Dann bleibe ich aber bei der Wurfwaffe. Hallo, ist hier jemand? Haben wir eine Karte eigentlich? Ja, nicht so wirklich. Also diesen üblichen lustigen Radar, der mir sowieso völlig egal ist. Da hoch kann ich wahrscheinlich nicht, also da hinten hin. Bereit machen! Hui! Die kennen wir doch noch. Vom Kampf. Noch einer. Und ich werde erneut für euch keine Munition verschwenden. Hättest weglaufen sollen. Jetzt geht's auf den Grill. Alter Schwede, hat er sich gerade durchgeschoben? Nicht schlecht, Herr Grunt. So, noch kein Schuss verbraucht, alles ist gut. Nur ein paar Schaben getötet. Hier lang, hier lang. Hier hinten blinkt. Nee, das ist selber Feuer. Für irgendwas. Ach, Klicksen! Ich will mal Klicksen sagen, aber. Muss ja nicht. Plapp! Tot. Ach, Warren ist auch noch. Ich bin Kroganer! Das kann man wohl sagen. Guck mal, du brennst. So, ein Schuss verbraucht, immer noch alles im Lot. Noch irgendein Warren, noch irgendein Klicksen. Vielleicht ein richtiger Kroganer. Aber da hinten war irgendwas.
Bloodpack-Sprengexperte. Okay, ich weiß, was ihr meint. Guck mal, ich bin gerade ein Feuerexperte. Daneben, alles daneben. Direkt in den Schädel. Hui. Ups. Also, wurden schon ausgeschaltet, als ich wieder mal unfähig war. Gut, dass ich ein Team habe. Was liegen lassen? Nein, habt ihr nicht. Eine Munition habt ihr liegen lassen. Na ja, mal hin. Kann ich ja notfalls jetzt ein paar Schüsse verbrauchen. Hätte ich irgendwas gesehen gerade. Ein Blackpack-Schütze. Eins. Also, der Headshot ist okay. Für den Blutrausch. Was ist das? Ich kann's sagen. Das war ein Zeit Organa, wie geil. Hey, du Kugala. Guck mal, du brennst. Auch deine Panzerung brennt übrigens. Und vier. Achso, ha, natürlich nicht. Gut, mich kurz mal die Munition mit, die ich gerade unten habe liegen lassen. Liegen lassen habe, so rum. Und schwing mich wieder hinauf. Noch ist er nicht so anstrengend, aber ich nehme an, das wird noch wesentlich heftiger. Das ist eine rechte Kiste, okay. Die schalte ich schon mal aus. Ansonsten werde ich sie im Kampf anvisieren, wie ich mich kenne. Ah ja, da hinten ist irgendwas. Medizinkit und ein Kroganer und ein Baron. Alles möglich auf jeden Fall. Spürt den Blut raus. Hui, guck mal, Baron. Tot bist du. Und vier. Ich meine vier. Und einer von meinem Volk greift an. Ja, das habe ich mitbekommen, aber danke, dass du nochmal sagst. Bin Kroganer. Kroganer? Ja, ja, ein paar mehr Sprüche hätte ich schon reinbringen können hier. Wo ist eigentlich Herr Mordin? Tot ist er nicht. Da ist er. Und hier irgendwo soll man ein Medizinkit finden. Ah ja, da. Ja, alles ganz easy bis jetzt. Ui, da antworte ich noch, alter Schwede. Gerne mit Feuer. So, mir geht's schon wieder besser. Alles wieder gut. Wir können mal die Pyrotechniker ebenfalls mit Feuer bedenken. Das müsste ausreichen. Warte mal. Vier. Oh, explodiert, ne? Ja, das mit der Flamme war gerade nicht ganz so lustig, aber wir haben es ja überlebt. Noch jemand da unten? Wahrscheinlich, aber ich sehe doch keinen. Wieder so verdammt gute Musik dazu. Ah, guck mal, ein weiterer Pyrotechniker. Spürt den Blutrausch. Na, was ist los? Hängst du fest oder was? Ich komme nicht zu dir, ich bin euch bekloppt. Hältst du da ganz schön was aus, mein Freund? Kaputt. Ich bin Kroganer. Ja, ja, ist ja gut. Jetzt würde mir echt gefallen, wenn ich noch ein bisschen Munition bekommen würde. Die ist hier doch ein bisschen rar. Ein Bloodpack-Schütze. Da ist vielleicht noch jemand gewesen. Spring mal ein bisschen gewandt hier rüber. Alter, wie oft sagst du das noch? Das ist doch unnormal. Ich weiß, deine Wortschatz ist jetzt nicht so wahnsinnig groß, aber ups. Muss auch nicht übertreiben. Bloodpack-Schütze, ja? Brennender Bloodpack-Schütze. Ansaugstutzenbergen. Moment, das machen wir gleich. Das brauchten wir doch für irgendwas, für die Normandy möglicherweise. Für die beiden Techniker kann das sein, für die Mechaniker. Wo war das jetzt? Da. Ja. Achso, finden Sie jemanden im Erdnordlager, der Verwendung für Ansaugstutzen hat? Naja, dann doch nicht. Explosive Kiste hätte ich vielleicht mal mitnutzen können. Ich nehme die Munition und öffne die Tür. Oder ich knacke die Tür. Start umgehen. Moment. Das. Die beiden Runden. Das und das. Sollte wohl hier hin. War das das? Nein, das war es nicht. Aber das war das. Hier habe ich verdammt. Genau. Alles. Hervorragend. Also die Zeit langt ja locker. Okay, jetzt geht ins Innere des Krankenhauses. Stabil genug, um einigen Angriffen zu widerstehen. Scheint so, ja. Aber da hinten
waren ein paar heftige Angriffe offensichtlich am Werk. Und ich würde mal meinen, ich mache hier kurz mal einen Schnitt und wir sehen uns gleich wieder in der nächsten Folge. Bis gleich.